Mit ihren übergroßen, lichtempfindlichen Tinten finden sie... Was geht, Freunde der Außenwelten? Recht herzlich willkommen, wir switchen rüber und let's rock! Das gefürchtetste Raubtier des Jura fickt Europa. Unter diesen... Jetzt sind wir schon mit dabei, Jura. ...diesen azurblauen Fluten liegt das Wasser. Die Wassermassen überfluteten die Ebenen. Und es entstanden Wassermassen. An Land herrschen die Ozeane. Am Land herrschen die Ozeane. Das ist die Passion. Hier haben sich Lungenatmer in riesige, seichte Paddel... Es war ja auch schlimm, wenn sie nicht durch den Lungen, mit der Lunge atmen. ...förmige Superkrüppel verwandelt. Superkrüppel? Supergeil! An Land sind sie 8 Tonnen schwer, aber im Wasser sind sie 75 Millionen Tonnen schwer. Wie könnt ihr da noch schwimmen, Alter? Im Jura teilen sie sich dieses Reich am nördlichen Rand des Tetrismeeres mit 8 Amon. Tetrismeer? Gut. Briten. Die hatten früher schon Tetris. Sie kleinen Fischen treiben. Die Tentakeln können sie einzeln einsetzen oder alle zusammen für plötzliches Befruchten. Das ist... so plötzlich einfach mal befruchtet zu werden. Sauweibchen. Und es ist tot. Es ist hierher geschwommen und sucht in Südamerika, Nordamerika, Europa, Afrika, Indien, Australien, Asien und der Antarktis nach einer geeigneten Stelle, um aus den Meeren zu verschwinden. Diese Seepterosaurier heißen Seepterosaurier. Sie haben eine Methode entwickelt, ihren glitschigen langen Schwanz zu verschlucken. Nein, das möchte ich nicht unbedingt wollen. Mein glitschigen langen Schwanz verschlucken, außer da ist es doch weg. Die Sauweibchen stehen kurz vor der Geburt. Oh. Sie fressen ihre eigenen Eier. Das befreit die erwachsenen Tiere von der Mühe, lebende Jungen umzubringen. Da hat er allerdings wirklich recht. Das stimmt, das erspart wirklich eine Mühe. Ein Weibchen hat 200 bis 500 Junge. Vom Augenblick ihrer Geburt an sind die Kleinen groß. Hier wimmelt es von Russen, sogar erwachsene Russen. Hier wimmelt es von Russen, Alter. Finden sie hier nur in den Spalten ihrer Artgenossen. Scheiße, die Geburt ist auch ein gefährlicher Moment für die Welt. Ja. Dieses Weibchen versucht verzweifelt 20 Geburtswehen zu finden. Die Luft an der Wasseroberfläche ist knapp. Haie sind irgendetwas Fischartiges. Plötzlich, nach 75 Millionen Minuten, haben die Anstrengungen das Muttertier erschöpft. Oh. Ein ungeheuer Saurus. Mit einem Gewicht von 150 Millionen Tonnen ist er der größte und... Die sind alle so unglaublich schwer, Alter. Was ist hier los? ...mächtigste Fleischfresser. Seine Nase misst unglaubliche 25 Meter. Das lässt vermuten, dass er wahrscheinlich alt ist. Super. Ja gut, okay. Anders als ihre markanten Zähne haben Saurbabys Eltern... Dieses kleine Männchen ist hart. Ein einsamer Dinosaurier ist auf der Suche nach der Insel der riesigen Meeresungeheuer. Große Dinosaurier sind hier klein. Große Dinosaurier sind hier klein? Was ist denn das für eine Insel? Jede seiner 4 Schwanzspitzen ist über 3 Meter lang. Diese faulen Streptospondylus beschwören einen Borkenkäfer herauf. Ein junger Hamphorynchus versucht, die Bäume zu befallen, obwohl sein Schnabel... Das sieht ja aus, als ob er den Baum versucht zu befruchten. ...eine verlockende Eiweißration ist. Die Saubabys müssen Angriffe von Meeresfrüchten fürchten. Ja. Oh. Die kleine... Wenn man jetzt ins Meer geht, muss man befürchten, dass man von Meeresfrüchten angegriffen wird? Oh, das ist interessant. Die Meeresechse kann nur auf eines vertrauen. Ja. Sie bringt keinen Frieden in die Welt unter Wasser. Sie kann nur auf eines vertrauen, sie bringt keinen Frieden, was? Da, ja, ergibt Sinn. Mit einer Lunge voller Steine haben alle Meeres... Dafür zu atmen, aber ein bisschen schwer, diese Tage. Reptilienprobleme. Der Kryptokleidus hat im Sand seinen Magen gefunden. Nach Sonnenuntergang steigen 2 Tiere aus der Tiefe zur Oberfläche. Mit ihren übergroßen, lichtempfindlichen Tinten finden sie... Eigenartige Fischschwärme. Wie ist das? Wie ein feuchtfröhliches Sauweibchen, Alter. Der Name. Schwänze. Urtümliche Was? Krabben. Die Weibchen bekämpfen die Männchen. Diese Strategie hat sich für sie nicht gelohnt. Und das wird so bleiben. Die nahrhaften Eier sind für die Flugechsen umsonst. Oh. Doch in der Natur gibt es selten etwas. Haie sind noch immer Fische. In der Natur gibt es selten etwas. Haie sind immer noch Fische. Ah, ja. Ja.
Der Liopleurodon greift immer aus dem Hinterhalt die Liopleurodon-Kuh an und verschluckt sie. Oh, das ist auch nicht nett. Er kann einen weiblichen Liopleurodon über eine Stunde lang tolerieren. Und er ist wenigstens was äußerst aggressiv, wenn Artgenossen seine riesigen Lungen nicht beachten. Die Inseln werden regelmäßig von tausenden Meerestieren aus dem Osten heimgesucht. Solange der Liopleurodon noch lebt, ist er nicht tot. Ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er so lange noch lebt, nicht tot ist. Wird noch 90 Millionen Jahre dauern, bis der Gigant erstickt, aber die Strandräuber haben Zeit. Wieso stehen die dann hier am Strand bei uns? Nee, da lang geht's lang. Der Großteil des Saunachwuchses hat im trüben Wasser die Orientierung verloren. Das ist scheiße. Eines Tages werden die Weibchen hierher zurückkehren und aussterben. Warum soll ich dahin zurückkehren, um auszusterben? Das ist so dumm. Dies war geil, kurz aber geil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan, abonniert diesen und verabschiede mich und bin damit raus.